So, gleichzeitig aber ein bisschen rumlaufen. Das war doch nämlich hier, ne? Müssen wir jetzt in Teil 6 sein. Edward, genau. Wenn's. Zeiger. So. Boden, die Hälfte der Kellerschlüssels. Kurz darauf. Interessiert der Gegner sucht nach und nach Bedienstete auf. Ihr müsst dort mal hin und ihn bekämpfen. Ihr könnt ihn aber noch nicht eliminieren. Was ihr an der Sequenz im Keller seht. Zunächst wartet er auf euch im Schlafzimmer, dann redet ihr mit dem Diener, Schlüssel, Waffenschrank, Gegner, Tisch, redet Diener, wie die Munition für Z, setzt ihn zusammen und geht im Keller. Vorsicht, ihr wartet schon. Lauft so, dass ihr immer eine kurze Zeit habt, um den Altar anvisieren, wie ein Gegner und zu schlagen. Ein paar Mal und der geht kaputt, also wir müssen auf den Altar. Danach könnt ihr euch den Gegner widmen, der sich nun nicht mehr erholen kann. Sammelt nun die Munition hier unten ein und die nächsten Spell Sumo. Das ist schon nicht. Das ja, nochmal Fehler. Okay. Ja. Sprüche. Schild. Weiß jetzt erstmal nach. Blitz voll. Dann aber wir das Gewehr und das Schwert. Und dann gehen wir erstmal das Schwert in den Schränke hauen. Den Altar. Und dann schießen wir mit der Stifte auf das Papier. Ja. Machen wir weg.
Camping ist drei Stunden. Was war denn da? Ah, ein Fruchtschimmel stand da. Also die Rolle liegt auf einem verstorbenen Brett. Nehmen. Also hat der Spruch auch grauen erhalten. Keine schönes. Grauen. Prüfen. Eine Rolle besessen von einer Magie, die mit Blut in panische Eile geschrieben wurde. Diese Magie entfesselt einen furchtbaren schwächlichen Zorn und des Grauen. Und die Fähigkeit des Grauens gehört dir. Gegner können zerrissen oder zerschmettert werden. Die Magie wird dieser Stür. Und dieser Spruch sollte nicht unterschätzt werden, denn die schäppische Psyche zahlt einen hohen Preis. Das Spruch durch Tier und Art. Zack. Machen wir hier. Abstrakt. Die Übersetzung zu der Runde, die haben wir nicht gefunden, ne? Und die haben wir verpasst. Da genau. Nicht runter. Wer weiß, was da noch ist, eigentlich noch. Gewehrpatronen. Da haben wir eine Menge Munition. So. Aber hinter, die beiden Soldaten da hatten wir auch noch eine Munition theoretisch über. Das ist nicht zu sagen. Er ist auf den Wächter geballert, das heißt, gewirkt. So, oh, dann speichern. Zack, endlich. Bevor jetzt hier noch irgendwie fehlen und dann da. Probleme bekommen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Meine Aufnahmekontrolle war irgendwie in der Vergangenheit. Aber es ist alles gut, es ist alles da. Was soll ich jetzt machen? Habe ich gespeichert? Sicher, sicher. Listespruch, genau. Schild. Machen wir erstmal wieder voll. Okay. Gehen wir weiter. Im Brunnen befindet sich ein alter, schwacher Leiter, die in die wenig einladende Dunkelheit führt. Doll, Edward, es war nicht nur so streng, ja. Gucken wir, okay, hier ist nichts. Kommen wir ja in diese Stadt wahrscheinlich auch mal rein, ne? Maximilian hat nicht übertrieben. Die Stadt ist wirklich erstaunlich. Sie leuchtet im Dunkeln wie ein wundersames Juwel. Aber der Gedanke an das, was in ihrem Innern verborgen ist, lässt Edward vor Angst erschaudern. 9 hohe Türme lassen den Rest der Stadt klein erscheinen. Ob die Türme so ausgerichtet sind, dass sie die Wellen der Energie in der Stadt selbst leiten können? Lange Treppe nach unten. Okay, hier ist nix. Das klingt schon nicht gut. Genau wie Maximilian es beschrieben hat, ist die antike Stadt von Engar wie von Parasiten-Mitwächtern besetzt. Sie haben die Ureinwohner geschlachtet und gefressen, ihre Zivilisation zerstört. Die Geister der glanzvollen Vergangenheit bleiben ungehört. Und das Gekreische der Parasiten hallt in den Ruinen ihres Vermächtnisses wieder. Wenn wir diese Stadt hier bereinigt haben, ne? Ui. Weg hier! Den haben wir schon mal.
ja, unser Schild ist nicht mehr da. Mal ja, hier von Neuschlag. Weg! Weg! Boah. Zumindest haben wir ja einen schon mal weg. Da können wir erstmal ausweichen. Können wir uns dann in Ruhe heilen. So. Liste Sprüche, war richtig. Erholung, sprechen, hier, da. Ah. Und gleichzeitig selber was getrunken. Ja, ja, wir machen das jetzt noch, ne? Wenn das Schwert jetzt wieder voll da ist, das Schild voll da ist, machen wir den auch platt. Aber das waren zwei verschiedene Größen, ne? Also, der eine war größer als der andere. Haben wir jetzt den kleinen gemacht. Ich wollte ja erst auf den großen, aber ist mir aufgefallen, dass der größer ist. Ich denke, wenn der schon größer ist, dann wird es wahrscheinlich auch schwieriger sein zu killen. Also mach erstmal den kleinen platt, damit nur einer auf dich einhaut. Guck mal, hier ist dieses Symbol, was mir fehlt. Aber ich, wo ich da hier mit dem, wo ich nachgeguckt hätte, da, wo wir in der Ruine waren, haben wir den da gespielt? Ja, den Architekten, wo ich dann da guckte, bei dem Let's Play, der hatte dieses lilane Symbol schon bekommen, das nachzugucken. Habe ich mal wieder vergessen. Ich dachte, guckst du halt mal nach, bei dem Let's Play, hinter in Ruhe. Ach, gar keine Zeit für ihn gefunden. Und auch wieder gar nicht dran gedacht. Weil das würde mich echt mal interessieren. Weil es fehlt mir. Es fehlt mir. Und ich interpretiere das so, dass das eigentlich so die übermächtige Farbe, die quasi schlägt alles, ist, ne? Also, Sternstern Papier ist das der Dinosaurier, der frisst alles. Oder war das irgendwo das Opossum oder irgendwo hatte ich mal was gesehen, in einem Film oder so. Da gab es noch die vierte Frage, was, Simpsons? Kann Simpsons gewesen sein. Würde auf jeden Fall zu Simpsons passen. Aber sicher bin ich nicht. Mann, gib mir doch mal ein paar Mana-Tränke hier. Das ist so Mana-intensiv. Oh, Liste. Waffe. Grün. Ja. So. Aber der hat mir ja auch mein Mana gefressen. Das Vieh. Deswegen sollten wir das Mana auch komplett voll machen. Weil der hat das nicht die geistige Gesundheit genommen. Und ob das Leben ging auch erst dann runter, als das Mana runter war, ne? Das wollte ich doch mal drauf geachtet haben. Ich bin nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall gesehen, wie das Mana runtergegangen ist, als der uns gehittet hat. Oder auch schon vorher bei anderen Gegnern. Aber ich habe es nie wirklich darauf geachtet, ob Mana und Leben gleichzeitig runtergeht. Weil bei einem hatte ich das Gefühl, dass nämlich nur Mana runtergegangen ist. Und nachdem wir kein Mana mehr hatten, dann das Leben. Aber das war nur so ein Gefühl, ich bin mir nicht sicher. Das wollte ich immer mal nochmal drauf geachtet haben. Hatte ich aber nicht. So, Mana ist voll. Speichern können wir wahrscheinlich nicht, weil wir im Kampf sind, ne? Ah doch, guck mal. Sehr schön. Machen wir das doch. Machen wir das doch direkt. So, kleiner. Ja. Hat der sich doch nicht geheilt? Ich dachte, die heilen sich auch. Aber ja, Vampir konnte sich ja auch nur heilen. An diesem Altar, ne? Naja, gut. Beschweren tun wir uns nicht.
Da beschweren wir uns nicht. Lass mal so ein bisschen an der Seite gehen. Vielleicht hier irgendwo. Und hier kommen wir gar nicht. Und hier lang. Vielleicht liegt ja hier das lila Ding. Aber die Kamera kommt gar nicht erst mit. So, Maximilian ist ja nicht weitergekommen als hier. Okay. Hey, warum? Mein Schild ist abgehauen. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Liste, Spruch, Schild, Schild, Schild. Da, Schild. Sprechen. Hier. Verdammter Mistkerl! Guck mal, was der mir Leben weggenommen hat. Alter! Was ist das denn? Der zaubert und ich darf nicht, oder was? Ist wieder eingefroren. Was ist das denn jetzt für eine Assi-Move, ey? Komm ich ja gar nicht auf klar. Mein Schild war weg. Ich wollte zaubern. Bang, kriegst du einen Blitz ab. Und dann vor allem richtig viel Leben weg. Hätte ich ja gar keine Chance gehabt, irgendwie zu reagieren. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal die Shotgun. Die haben wir zuletzt bekommen. Können wir aus der Entfernung vielleicht drauf schießen. Aber hinten war ja auch dieser Wächter. Gegen den müssen wir wahrscheinlich auch einmal kämpfen. Wobei mein Schild hier voll ist. Liste. Enter by Harlan. 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 Zelda. Harlan. So. Machen wir das Schild nochmal voll. War ja weg dann. Da sind mein Schild war sofort weg. Okay. Nee, da kommen wir nicht durch. Laden. Ja, der ganze Zeit muss ich hier Schild aufheben machen, oder? Spruch aufheben. Er hat nur ein 5er. Das heißt, müsste hier mit reichen. Ich muss mich erholen. Sehe ich gerade. Irgendwie viel. Doch. Erholen. Sprechen. Weiß nämlich jetzt nicht, ob das jetzt weitergeht. Weil der scheint ja nicht besiegt zu sein.